Willkommen zurück bei The Room 2. In der letzten Folge sind wir ja dann doch Schiffsrätsel vorbeigekommen. Und wir haben eine Scheibe gefunden und wir haben ein Gewicht erhalten. Ja, ja. Eine Waage. Warte, stopp. Oh, was haben wir hier? Ja, dann kommt es auf die dreieckige Seite hier. Hier rein. So. Das kommt so rein oder so rein. Ein Gewicht, aber das hat auch so komische Markierungen. Ach, das ist ein Stern. Im Moment sieht es ja quadratisch aus, ne? So. Aber wir brauchen noch eine Scheibe. Wo kriegen wir die jetzt her? Irgendeinen übersehen. Wo habe ich denn da einen Pfeil? Ah! Noch eine kleine Scheibe. Okay. Nautical measures Erosion and core formants. Ein kleines Gewicht. Sieht aber mehr nach einem großen aus. Ich dachte, achso, ich muss das ranzoomen. Sprungfeder und ein Anker. Eine Urfeder, okay. Eine Unruhe. Deswegen auch Herr von Unruhe bei die Schöne und das Biest. Aha. Metallstern. Wo wir die Unruhe einsetzen können, weiß ich jetzt hier noch nicht. Ich glaube, die müssen wir auch hier drüben einsetzen. So, machen wir erstmal auf hier. Erstmal von allen Seiten angucken. Siehe da. Wir haben hier auch schon. Okay. Können wir noch nichts machen? Was haben wir hier? Eine Entriegelung. Wir haben hier auch einen Riegel. Mit
einem Aufziehschlüssel. Alles klar. Komisch. Dann noch was machen? Ein Schraubenzieher. Und vor allen Dingen ein Schlitzschraubenzieher. Was haben wir denn hier? Verankerung? Wir müssen die erstmal reparieren. Okay. Schraubenzieher. Hier fehlt. Hier fehlte das ganz genau. Zugeschraubt. Doch nicht. St. Albans, England, Nummer 1417. Thomas Bradley. Marine Chronometer. Also eine Schiffsuhr. Kann man nichts tun. Aber vielleicht. 2.50 Uhr. Hallo. Okay, wir haben einen Schlüssel. Fragt sich nur, wo das Schlüsselloch dafür ist. Ich würde nämlich mal behaupten, die ist irgendwo hier, ne? Deckel ist auch nix. Und Schüssel woanders. Simpler Schlüssel. Naja, normal und simpel ist in dem Spiel ja eigentlich nichts. Ach, da oben! Ach, das gibt ein Schiff, ne? Das gibt das Schiff, nämlich das, was wir da vorne haben. Eine diamantförmige Metallform. Das ist übrigens ein Oktaeder. Achtseitig. Deswegen auch Oktava, 8 Noten. 8 Noten Schritte. Gefühl dabei. Moment.
Moment, das war doch Maya oder Inka? Azteken meine ich. Navigation. Du hast die Geheimnisse des Schiffs erfolgreich aufgedeckt, doch dein Leidensweg wird nur noch schlimmer. Das ist unheimlich motivierend, das ist sehr aufbauend. Ja, doch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir in dem Spiel schon Multiblenden haben. Ein Metallriegel. Sesam, öffne dich. In einer Grabkammer. Schauen wir uns mal kurz damit um, wenn wir vielleicht gleich was sehen. Da ist irgendwas, aber das können wir uns jetzt nicht angucken. Alles da auch. Durchbohre das Auge. Ich würde sagen, damit ist das da gemeint, ne? Aber dafür brauchen wir erstmal einen Pfeil. Eine Puzzlebox und eine Notiz. Wieder ein Raum, wieder eine Tür, wieder ein Raum. Du bist entweder ebenso verloren wie ich, oder du hast mich aufgegeben, was wahrscheinlicher ist. Wieder ein Raum, wieder eine Tür. Und doch niemals Hunger, niemals jene willkommene Pause des Schlafes. Wieder eine Tür, wieder ein Raum. In meinem Buch verzeichne ich sie, doch zählen kann ich die Striche nicht mehr. Ich zähle die Seiten, das Schreiben bewahrt mich vor dem Irrsinn. Das rede ich mir ein. Ich habe diese Hölle nicht verdient. Irgendwie tut er mir ja dann doch leid. Ein goldener Turm. Da könnte irgendwas rein. Was haben wir denn hier an der Seite? Das Scharnier. So, das kann ich aber nicht hin und her rücken. Stickvorrichtung. Halt, Moment. Können wir den hier unten vielleicht einstecken? Nö. Hier haben wir einen Metallriegel, dem ich nicht weiß, wohin gehört. Okay, okay, gut. Gut, gut. Das ist ja cool. So. Brauchen wir einen Schlüssel? Eine Schnur. Hier können wir nichts machen. Ich glaube, hier können wir was machen. Kann ich nicht. Ah, aber ich habe hier den Holzgriff. Okay. Ich weiß auch schon, wo der hingehört. Genau. Tada! Ein Abzugmechanismus. Wir kriegen hier gerade die Bauteile für die Armbrust, habe ich das Gefühl, ne? Kann ich noch nicht verbinden. Okay.
vielleicht, weil hier der Riegel fehlt. Okay. Ein Armbrustbolzen. Verdammt, zu tief. Und an dieser Stelle, ihr Lieben, werde ich die Folge schon wieder beenden. Tut mir leid. In der nächsten Folge schauen wir uns dann diesen Schminktisch, wie auch immer, und den zerbrochenen Spiegel mal etwas genauer an. Das scheint zumindest eine Notiz zu legen. Deswegen sage ich bis morgen und habt einen schönen Tag noch.